Hi, ich sitze im Ford Mustang 5.0, einem V8, einem der letzten Dinosaurier noch, die leben. Das Auto macht richtig Spaß, ich bin auf der Puste, auf der Autobahn. Gas geben ist weniger eine Sache der Beschleunigung, eine Sache für die Ohren. Die macht unglaublich Fun und zeige euch trotzdem hier mal das Information Entertainment System. Und zwar ist erstmal das hier die Grundmaske, man sieht hier das Telefonmenü. Das Telefon ist jetzt nicht gekoppelt, deswegen kann ich es jetzt nicht genau zeigen. Oben rechts wäre die Navigation, spiegelt sich auch in der Menüführung wieder. Unten ist das Entertainment-Angebot, hier in dem Fall ist Radio eingestellt. Und unten rechts ist die Klimatisierung, die kann ich hier über die verschiedenen Drehregler einstellen, die hier unten sind, hoch und runter. Ist gerade sehr warm auch. Und natürlich habe ich ja auch weitere Möglichkeiten, hier die Volume-Taste zu bedienen oder beim Radio halt eben einen Sender zu verstellen. Das Ganze kann ich auch hier machen über die Lenkrad-Tasten, den Multifunktionslenkrad, was hier doch recht voll ist, das Multifunktionslenkrad. Und ja, hier habt ihr auch die Sprachbedienung, wie ihr seht, für Telefon, Navigationsanweisung. Da kann man zurück zum Infotainment-System. Zeigen wir das Navi, was sicherlich das Wichtigste hier in dem ist, neben Radio. Ja, ist ja gut. Und zwar einmal haben wir hier die Karte. Ich habe mir das so eingeblendet gerade, dass ich die Abbiegehinweise hier rechts eingeblendet bekomme. Und links die vollständige Karte. Die kann ich übrigens zoomen. Das ist ein Touchscreen, in dem ich hier einfach drauf drücke und suche jetzt halt einen anderen Zoom-Level aus. Zum Beispiel 1 Kilometer. Oder kann wieder zurückzoomen, wenn ich das möchte. Ich habe hier nochmal eine 3D-Ansicht, also isometrisch. Oder halt eben von oben. Insofern eigentlich das Klassische, was ihr eigentlich von den Navigationssystemen kennt. Ich finde es persönlich aufgrund des Screens auch hier nicht wirklich besonders gut bei Helligkeit, also bei Sonnenanstrahlung ablesbar. Es spricht aber relativ schnell an. Es hat mich zuverlässig navigiert, auch rechtzeitig darauf hingewiesen. Bisschen buntig. Könnte man sicherlich noch designtechnisch etwas besser lösen. Vielleicht auch passender zum Mustang, aber das macht man heutzutage nicht mehr auf diverse Modelle. Unterschiedliche Farbsets und Designs drüber zu legen. Insofern müssen wir das nehmen, was jetzt da ist. Wie gesagt, es funktioniert, es ist okay, es funktioniert schnell. Nur bei Helligkeit, bei großer Einstrahlung, bei schräger Einstrahlung ist es nicht so gut erkennbar. Ja, dann haben wir natürlich noch den Klassiker. Wir können hier das Ziel sprechen oder wir können das Ziel eingeben. Ihr habt hier ganz üblich die Adresse zum Eingeben, entsprechend hier. Die letzten Ziele könnt ihr aufrufen und dann könnt ihr entsprechend hier eintippen. Das ist die klassische Möglichkeit, wie wir sie immer haben bei allen Navigationssystemen. Ist ja auch genauso gelöst, kann man jetzt nichts Spezielles dazu sagen. Ist okay. Ich habe die letzten Ziele, ich habe die Sonderziele, ich habe Notfallziele. Ich kann Kreuzungen auswählen, ich kann Stadtzentren angeben. Natürlich Points of Interest wie Geldautomat, Bank, Hotel, Restaurant und was auch immer in der Nähe ist in Fahrtrichtung. All das ist möglich. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und haben entsprechend dann diese Menüführung hier. Ja, dann haben wir natürlich noch die diversen Einstellmöglichkeiten für das Navigationssystem. Ich kann natürlich das ganze System stumm stellen, wenn ich will. Ich kann mir hier die letzten Meldungen einblenden lassen vom Verkehrsfunk, also vom Verkehrsinformationssystem. Oder hier die Karteneinstellungen. Ich habe hier die Routeneinstellungen, Autobahn vermeiden, kürzeste Route wählen, dynamischste Route wählen und ja, vermeidende Gebiete, kann ich natürlich auch sagen, was mit Fähren oder was mit Maut. Also auch das kennen wir alles von den anderen Systemen auch genauso. Und der Touchscreen funktioniert okay, er spricht recht gut an. Und auf der anderen Seite auch, man verfehlt nicht so, also interpretiert relativ gut Fehleingaben, wenn man nicht genau mit dem Finger drüber war. Also auch das ist in Ordnung gelöst. Man kann nicht wirklich drüber meckern, außer es hätte ein bisschen schicker sein können und nicht so buntig. Aber gut, das ist auch vielleicht eine Geschmacksfrage. Wichtigste ist halt im Mustang, das Navigieren soll funktionieren, wenn man es mal braucht. Ansonsten ist, glaube ich, Navigieren nicht so wichtig, sondern der Fahrspaß. Hier fährt gerade ein Traktor vorbei. Und das war einmal das hier. Dann gehen wir zum Homescreen zurück. Dann gucken wir uns mal ein bisschen das Entertainment-System an. Natürlich kann ich auslesen über USB-Stick. Ich kann eine CD einlegen, ich kann digitalen Radio hören. Ich habe jetzt momentan ganz normal FM-Radio drin. Hier läuft gerade Sender SWR3. Hier habe ich die voreingestellten Favoriten. Und ihr könnt ja auch Verkehrsfunk einstellen. Entsprechende könnt scannen, so wie ihr es auch kennt. Auch hier die Menüführung ist ein bisschen wild. Da müsst ihr nochmal einen Grafikdesigner oder UX-Designer drüber, also einen User Experience Designer drüber. Hätte man vielleicht etwas besser lösen können. Ich meine, er ist immerhin 8 Zoll groß, der Screen. Ja, gut. Aber auch wieder hier ist seinem Verziehen. Das Fahrvergnügen steht weit, weit, weit im Vordergrund.
und weniger vielleicht hier, wie toll das hier gelöst ist. Das finde ich dann alles nicht so wild. Ja, hier nochmal die Klimatronik und entsprechend hier die Klimamöglichkeiten kann ich auch hier verstellen. Neben den normalen Schaltflächen hier, die ich unten habe, Klimabereich. Also auch das ist okay. Und ja, das war es eigentlich schon, was ich dazu erzählen wollte. Ich bin an sich noch ein bisschen durch den Wind, deswegen verzeiht mir, wenn das vielleicht etwas bisschen komisch klingt oder sowas. Aber ich bin doch sehr tiefenbeeindruckt von dem Fahrvergnügen und den Fahremotionen des Ford Mustangs, die er in mir hinterlassen hat. Okay, bye bye, das war's.